In dem Kostüm? Nicht in dem Kostüm, aber durch das Kostüm bin ich dazu gekommen. Durch das Kostüm dazu gekommen, jemandem das Leben zu retten. Ganz genau. Willkommen zu Mund auf, der Talk übers Leben und Überleben. Ich bin Ivy, euer Chatbot von der DKMS. Yeah. Moin Jungs! Wir stellen euch heute einen Mann vor, der aus dem inneren Antrieb handelt, sich gesellschaftlich einzubringen. Aus Empathie und mit viel Commitment zum guten Zweck. Die Motivation, Gutes zu tun, ist stark in ihm. Durch Zufall kam er zu seinem Hobby, zu seiner Kostümgruppe. Und dieser Zufall brachte ihn dann zur DKMS. Wie kann man sich als so böse Figur verkleiden und so viel Gutes tun? Jungs, möge der Talk mit euch sein. Meet Oliver Herrcher. Okay, wir kommen hier hin und ich stelle mir direkt zwei Fragen. Erstens, warum hast du diesen Helm auf? Und zweitens, seit wann tragen Stormtrooper Brillen? Okay. Also den Helm habe ich auf, weil die zu einer Rüstung gehört, womit ich auch schon Leben gerettet habe. Und die Leben? Bitte? Echt Leben schon gerettet? Ja, ich habe damit ein Leben gerettet. Aber nicht in Star Wars. Hat mit Star Wars zu tun tatsächlich. Echt? Ja, okay. Tatsächlich, ja. Und die Brille, ja, man wird älter und ich muss auch mal was lesen können. Ne? Okay. Auch für Stormtrooper klingt schlechter. Setz dich mal hin, dann kannst du uns was... Ich erzähle euch gerne was darüber. Nice. Das wäre nice. Unter einer Voraussetzung, darf ich den absetzen? Oh, boah, sollen wir jetzt schon eigentlich jetzt erfahren, schon? Wie er aussieht? Eigentlich spannender, wenn er es noch auflässt, oder? Lass ihn noch auf. Nein, du kannst ihn gerne absetzen. Ich habe leider keinen Lüfter drin, sonst sehe ich halt nichts. So, nicht erschrecken. Oh, oh, doch, nur ein Alter, Mensch. Sieht da gut Alter. Aus. Ja, sicher, nur ein Mensch. Ja. Genau, krass. Moin. Moin, moin. So, ich bin der Oliver und wie ihr schon festgestellt habt, bin ich moin, in einer Kostümgruppe. Aber warte mal, ich bin Moritz. Und Entschuldigung. Ja, genau. Direkt. Ich bin der genau. Elias. Ich bin alles Elias, klar, hallo. Moritz. Genau, moin. Sorry. So, genau, also, wir sind die weltweit größte Kostümgruppe, die es gibt, die Star Wars präsentiert. Mhm. Und das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund. Also wir ziehen es nicht so an, weil wir jetzt super Nerds sind und wir jetzt denken, wir sind die Geilsten und ich muss im Mittelpunkt stehen, sondern da steckt eine richtig interessante Geschichte dahinter. Ich müsste ein bisschen ausholen. Es gab mal einen amerikanischen Star-Wars-Fan, der eine kranke Tochter hatte, die leider verstorben ist. Er ist aber in den Krankenhäuser gegangen, um auf die Krankheit seiner Tochter aufmerksam zu machen. Das ist die Basis von dieser Kostümierung. Wir kostümieren uns, um aufmerksam zu machen auf zum Beispiel deutsche Knochenmarkspende, oder zum Beispiel auf Kinderhospize oder andere Menschen, die krank sind und in Not sind. Wir werden dann schon mal dann also für Eventpartner gerufen, für die DKMS oder zum Beispiel, ich komme aus Wuppertal, da gibt es dann dieses Kinderhospiz Burgholz, die schon mal ein Event starten und dann werden Spenden gesammelt für das Kinderhospiz Burgholz, um eben halt für den Kindern, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, aber trotzdem eine schöne Zeit zu vermitteln. Ja, nee, halt, ja. Ne? Genau. Ich weiß nicht, kennt ihr die Star Wars Filme? Wisst ihr, dass wir neun Filme haben mit den Spin-offs 10,5 Filme? Nein. Okay, gut. Nein. Alles leider gut. Nicht. Und jeder, das ist aus Episode 7, 8 und 9, also jetzt aus der aktuellen Trilogie, ist das jetzt der Stormtrooper, der immer nur so 10, 20 Sekunden zu sehen ist und dann abgeknallt wird. Ich dachte, die sind alle gleich. Ja, ach so. Nee. Sind die, haben alle eine Persönlichkeit oder wie? Nee, die haben keine Persönlichkeit. Okay. Die haben keine, nicht im Film zumindest. Das ist kein Heldencharakter. Ja, genau. Oh, okay. Ich bin nur einer von vielen Weißen, die man dann so sieht, die dann als Truppe auftreten und dann werden die dann zusammengeschossen oder so. Oh, chillig. Hört sich gut an. Ja, aber wir haben eine gute Präsenz, wenn wir dann da sind, also auf so Conventions oder auf den Charity-Events. Mhm. Und das hat immer einen super Anblick, wenn wir dann da in Weiß da alle stehen und Vader zwischen uns ist und sowas alles. Das ist wirklich cool, ja. Was ist dir denn da passiert? Geht's dir gut? Mit deinem Arm? Ich sehe immer so aus eigentlich. Ist nicht wahr. Nein, Spaß. Ich bin gefallen mit dem Fahrrad vor 7 Tagen, um genau zu sein. Sieben Tagen, okay. 7 Tagen bin ich so Berg runtergefahren, so 40 km richtig schnell. So, ich bin auf dem Weg nach Hause gefahren. Ich war in Aachen und dann bin ich so vom Weg abgekommen. Okay. Und dann so auf Gras gefahren. Dann war es nass, bin ich ausgerutscht. Okay. Da habe ich mich voll hingelegt auf mein Kind. Ja, aber es war alles offen, musste direkt genäht werden. Mein Daumen ist gebrochen. Okay. Ich war eben auch sogar noch vor ein paar Stunden bei Narkosearzt und ich muss morgen operiert werden da. Oh Gott. Soll ich die Einleitung machen? Welche Einleitung? Erzähl ich dir gleich. Du kannst, guck mal, ich habe gehört, du bist auch Krankenpfleger, oder? Nein, ich bin bei der Feuerwehr und Notfallsanitäter. Notfallsanitäter? Ja. Hättest du mich abholen können. Ich wollte gerade gefragt haben, kam Rettungsdienst? Musstest du Nein, ich bin gefallen und dann bin ich nach Hause gefahren. Und dann bin ich mit dem Auto mit meiner Mutter in die Notaufnahme gefahren. Ach hey. Keine so Ahnung. So eine Szenerie, vor allem, es hat halt, also ich habe ein Bild gesehen, sein ganzer Pulli war voller Blut. Okay. Und wenn du dir vorstellst, er fällt so hin
Dann steht er wieder auf und fährt einfach nach Hause. Das muss so komisch also, ausgesehen haben. Ich hatte tatsächlich vor ein paar Monaten auch einen Fahrradunfall gehabt. Gerade jetzt mit. Hast du ein E-Bike oder normales? Ja, ich habe ein E-Bike. Ja. Also kein Bio-Bike. Wie? Ich fahr Fahrrad. Nein, Bio-Bike ist mit Muskelkraft. Bio. Ja, komm, ich fahr schon Fahrrad. Okay, das stimmt. Der Akku ist immer leer bei ihm. Deswegen. Ach, gut. Und der hatte ein normales Fahrrad, der hat sich auch hingepackt. Er wollte irgendwie auf der Bordsteinkante, die war zu hoch. Und wieder hat es mal passiert, hat er sich auch hingeknallt. Ne? Schön Bruch, Unterarm, so schöne Beule hier auch. Ne? Und da mussten wir den auch versorgen. Also du wärst eigentlich auch tatsächlich, also RTW wäre jetzt nicht falsch gewesen. Wäre nicht falsch gewesen, ja, ne? Ja, ich wusste nicht. Hier, Mundraum, also du hast mit dem Gesicht gebremst. Also da ja. Hast also echt Glück im Unglück gehabt. Ich hatte echt Glück, dass mein Kiefer noch okay ist und dass hier nichts gebrochen ist am Kinn, weil mein ganzes Gewicht ist auf mein Kinn geflogen. Ich habe ein stabiles Kinn. Du dachtest, du bist 40 km/h gefahren? Ja, ich war schon sehr schnell, ja. Also das ist schon... Ich war sehr schnell. Also da... Gut ab, also eigentlich schon an dem Tag ab ins Krankenhaus durchchecken lassen. Ne? Das war auch an dem Tag. Ich bin nur nach Hause gefahren und dann direkt wieder zurück. Ja. Und das war eigentlich alles. Aber irgendwie habe ich das Ganze nicht so realisiert. So, ich bin gefallen und keine Ahnung, ich sah Blut, aber es hat nicht so wehgetan, wie man es sich vorstellt. Das ist Adrenalin in deinem Körper. Adrenalin, ja, und dann Fahrrad zugenommen und dann einfach weitergefahren. Okay. Aber sollte man nicht machen, nee, nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich war so im... Ja, war schwierig, oder? Nein, es war schwierig. Hat auch keiner beobachtet? Nein. Unterwegs gewesen? Nee, ich war ich wohne in einem Dorf und ich bin dann so halt so einen Dorfweg gefahren. Da war niemand. Also wenn du siehst, wie wir Fahrradunfälle behandeln, das ist also stellenweise immobilisieren wir die auch mit dem Stiffneck, Vakuummatratze, also dass sie sich nicht bewegen, weil man nicht weiß, ob an der Wirbelsäule irgendwas ist, an dem Becken irgendwas. Ja, vor allem mit 40 km/h, also das ist schon erstaunlich. Ja, danke. Glück, ja. Also da hast du richtig Glück gehabt. Ja, da habe ich Glück gehabt, also dass ich auch auf mein Kinn gefallen bin. Genau, so und jetzt zu dem Punkt, wie es zu dieser Geschichte kam, wo ich jemanden das Leben gerettet habe. Das war die CCXP 2019 in Köln. Das ist die Comic-Con und Roleplay-Convention in einem. Die haben sie da mal so zusammengepackt. Und da war die Deutsche Knochenmarkspende zugegen. Die haben gefragt, hör mal, könnt ihr mal so 2-3 Trooper zu uns schicken, die dann da so ein bisschen Blickfang machen? Mhm. Klar, wir dann dahin. Und dann haben wir dann da so ein bisschen rumgestanden und haben die Leute dann halt befragt, ob die sich typisieren lassen wollen. Habt ihr das schon mal gehört? Kennt ihr das? In das System? Aufgenommen werden. Genau. Werden. Ja, okay. Und das heißt, du musst typisiert werden. Das heißt nicht, dass du jetzt da hingehst und gibst jetzt einfach nur deine Daten an, sondern dann kommt so ein Wattestäbchen in deinen Rachenraum, wird 5 Minuten rumgewirbelt und dann werden erstmal deine DNA so. Oder ja, das wird dann direkt schon da dann gemacht alles. Genau, richtig. Krass, okay. Ganz genau. Da habe ich mich dann typisieren lassen, weil es gab mal eine Zeit nichts zu tun, habe ich mich dann da hingesetzt. Die Mädels haben mir dann ein Stäbchen da rein. Mhm. Ja, dann war die RPC vorbei. Januar ungefähr kriegte ich einen Brief von der DKMS, ich wäre da mit jemandem kompatibel, ob ich spenden würde. Wann war das? 2019 und dann Januar, also bei mir hat es nur 6 Monate gedauert. Ich hab Kollegen, die haben ewig, die warten immer noch oder die sind gar nicht dran. Ja, oder die ab 54 oder 55 darfst du nicht mehr spenden, die kommen dann auch wieder raus und haben nicht einmal irgendwie gespendet. Wie alt bist du? Ich bin 47. Okay. Aber wie alt sind eure Eltern? Was? 64. Was? 64? Ja. Okay, und deine? Die sind 55, um den Dreh. Okay, also, kannst du dir vorstellen, deine Eltern ziehen sowas an? Nein. Nein, aber es wäre ziemlich cool, wenn sie sowas anziehen würden. Okay, ja, also es gibt tatsächlich, ich muss kurz ausschweifen, tatsächlich, wir haben alles in unserer Kostümgruppe vertreten, von jung bis alt. Okay. Sowas also da. Ihr werdet beauftragt? Ja, beauftragt kann man so sagen. Organisation oder Firmen? Ja. Und dann genau. Cool. Genau, dann so machen wir... Genau, um ihm halt als Aufmerksamkeit zu erregen. Genau, also bei mir ging das vom zeitlichen Ablauf zur Stammzellenspende ziemlich schnell. Ne? Also Januar kam dann das Schreiben, das geht dann so, würde ich das machen? Ja, mache ich. Dann kriege ich ein Blutpäckchen, also ein Päckchen mit Blutentnahmeröhrchen drin zu meinem Hausarzt. Da wird nochmal Blut entnommen. Ja, passt weiterhin. Also zur Sicherheit dann einfach. Ganz ne, genau. Passt, ja. Dann geht es nach Köln. Es gibt auch in Dresden, glaube ich, eine Stammzellenentnahmeklinik. Und da gibt es eine Voruntersuchung. Grünes Licht, dann erst die Stammzellenentnahme. Das hat also bis Anschreiben, bis zur Entnahme hat bei mir 8 Monate gedauert. Also im August 2020, September 2020 wurde mir die entnommen. So, da wusste ich aber noch nicht so richtig, was passiert jetzt. Ne? Oder also wie werden die entnommen? Ist das einfach wie so eine Blutabnahme? Oder es gibt 2 Verfahren, peripher. Das heißt, also in meinem Fall haben sie hier einen grünen Zugang reingelegt. Ja. Und hier so eine Dialysenadel ist das. Die ist etwas länger und etwas biegsamer.
Und auch dicker oder ist das einfach so eine normale Nadel? Die müsste, glaube ich, etwas dicker gewesen sein. Okay. Ja. Dann wird auf der einen Seite wird das Blut entnommen und auf der anderen Seite wird es wieder reingeschoben. Ah, und zwischen diesem Ding ist eine Maschine. Und da wird das Ganze dann halt separiert, quasi die Stammzelle. Okay, ne? Krass. Aber ich kann euch mal was zeigen. Ja, zeig gerne. Aber es ist auch krass, dass dein Körper das dann so, quasi, dass deine Stammzelle rausgenommen wird. Ja, aber da ist noch was. Das aber geht dasselbe Blut weiteres. Wird wieder in deinen Körper reingepumpt? Ja. Okay. Also verlierst eigentlich kein Blut. So sieht das aus. Okay. Den Helm und das Oberteil kennt ihr? Ja. Okay. Cool. Muss das. So. Also man liegt dann da. Ne? Mhm. Und hier, wie man sieht, da ist der Zugang, der grüne. Und da ist die... diese biegsame Nadel. Ja, ganz genau, richtig. Ne? Ja. So, hier seht ihr ganz deutlich meine Stammzellen. Ja. Krass. Die sind so gelb, orange, mit ein bisschen... Wie lange hast du da das schon gelegen, als du diesen... ich habe da Gott sei Dank, ich hatte eine sehr gute Stammzellenproduktion und ich saß da nur oder lag da nur 90 Minuten. Ja. Es gibt auch so, dass du 5 Stunden da liegst und wenn es ganz schlecht läuft, länger. Nee, dann musst du am nächsten Tag dann nochmal dann dahin. Und ist das so, dass du da währenddessen beschäftigt, also guckst du dann Fernsehen? Ja, ich habe James Bond geguckt, Spectre. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, du würdest Star Wars gucken. Nee. Ich hatte irgendwie immer so, dass ich dachte immer, wenn du das, also du hast ja eben auch gesagt, es gibt 2 verschiedene Arten der Spende. Ja, richtig, ne? Genau. Also ich dachte immer, dass jemand mit so, so einer fetten Nadel in deinen Rückenmark oder in deine Knochen reingeht und da was rauszieht. Nein, ganz das gibt's genau. Wirklich. Das erinnert mich gerade an was, tatsächlich. Da kommt ein Flashback. Als die mich angeschrieben haben, also wo es noch gar nicht so weit war, sondern hatte ich genau dieses Szenario im Kopf. Ich denke, jo, aber da habe ich auch gedacht, die gehen in den Rücken rein, also hier in die Wirbelsäule, ich. Ne? Und da habe ich mir Szenarien ausgerechnet. Ich denke, was machen sie, wenn sie falsch operieren, querschnittsgelähmt und sowas alles. Okay, also das worst case. Nee, passt auf, um Gottes Willen. Ich will euch, ja, das ist völlig falsches Denken gewesen. Ja. So, dann war ich dann bei der Besprechung und dann sagten die, nee. Also, es gibt die periphere Entnahme, das ist das, was ihr vorhin auf dem Bild gesehen habt, das wird am häufigsten gemacht. Und dann gehen die nicht in die Wirbelsäule rein, sondern in den Beckenkamm, links und rechts jeweils. Diese kleinen Kuhlen sind das, oder? Ja, hier, also hier in dem, hier hinten in dem Bereich. Ja, man hat doch da so Kuhlen, oder ist das nicht? Keine Ahnung. Wir können doch mal Ivy fragen. Ivy? Oder? Ja, ich höre. Genau, kannst du die Frage stellen? Nee, weil ich kann es gerade nicht genau formulieren. Ach so, weil du was wolltest du genau wissen? wo die reinstechen. Ach so, Ivy. Bitte sag uns mal, wo die Entnahme ist, wenn man Stammzellen aus dem Becken entnimmt. Das hast du schon wahnsinnig präzise umschrieben. Der Eingriff erfolgt durch 2 kleine Einschnitte am Beckenkamm. Und ich kann euch noch weiter beruhigen, Jungs. In nur etwa 10% der Fälle werden die Stammzellen direkt aus dem Knochenmark entnommen. Aber Ivy, wo ist der Beckenkamm genau, damit wir das... Jetzt fasst du Elias mal an, so ganz unten am Rücken. Oh Gott! Wo? Hier? Nein, dreh mal am besten so zu mir. Ja. So, pass auf, ich hab mal hier hoch. Ah ja, so kann das natürlich auch machen, das ist perfekt. Genau, und dann müsste der ein schöner Rücken. Hier so in dem Bereich. Oh, ein bisschen Haut für den Algorithmus. Ah ja, hier wo diese coolen sind. Ja, coole geht für mich nach innen, hier geht's nach außen. Achso, bei mir geht die nach innen. Was? Ist so anatomisch anders. Alles der gut. Ist kein Mensch, der wird abgestochen von seinem Hausarzt. Du bist ein Stormtrooper, du kannst gar nicht wissen. Doch, wir müssen ja wissen, wo wir eigentlich treffen könnten, wenn wir die okay, aber Ivy meinte nur 20% der Fälle, wo denn sonst? Nee, sorry, 10%. Da habt ihr euch wohl verhört. In den anderen 90% der Fälle kommt es zur peripheren Entnahme aus der Blutbahn. Achso, das war nur der andere, andere Eingriff. Genau. Okay. Und bist du oder seid ihr bei der DKMS registriert? Nein. Ihr wisst, dass ihr müsst in so ein Netzwerk aufgenommen werden. Ja, ne? Wissen wir. Ja, und das ist ein bisschen mehr als nur, ich unterschreibe eine Datenschutzerklärung, sondern da muss ein bisschen was gemacht werden. Okay, wollt ihr mal sehen, wie das geht? Ich habe was vorbereitet. Auf jeden Fall. Wunderbar, dann kommt mal mit. Achso, das ist direkt hier vorne. Ja, sicher, ich habe direkt was mitgenommen. Ja, klar. Ja. So, ich habe da was vorbereitet. Aha. Okay. So, dann kommt mal rum. Du hast einen Test aufgebockt. Jawohl, einen Test aufgebockt, genau. Oh, sei leise, bitte. Okay. Ich kann nicht mehr. Alles gut. Also pass auf, du kannst kostenlos, wie übrigens, weiß nicht, ob ich das erwähnt habe, alles, was mit Stammzellen, also wenn du in dieser Registrierung drin bist und du Blut abgibst und du dann dahin musst und so weit alles, ist von der DKMS wird alles übernommen.
Zum Beispiel. Also Anreise und so ein Kram. Ja, genau. Ich sagte ja, es ist besser, wenn du die Stammzellenproduktion gemacht hast und das Medikament genommen hast, würde ich nicht Autofahren empfehlen. Ja, ja. Also mit dem Taxi zum Bahnhof, vom Bahnhof, mit dem Zug und so weiter und so weiter. Kannst du das alles über die DKMS quasi abrechnen lassen. Die übernehmen alles. Keine Kosten, nichts. Ja. Okay. Da kommt dann auch dieses hübsche Set, kommt dann da an. Wenn du kannst du per Postweg, kannst du das dann bestellen. Mhm. Oder anfordern. Bestellen klingt ja schon wieder so nach Finanzierung. Nein, also du kannst anfordern. Und dann kriegst ein du Geschenk. Das ein Geschenk, genau. Ein Geschenk, ja. Genau, da steht einmal drin, wie du das anzuwenden hast. Hier sind drei Stäbchen drin. Mhm. Einmal rechte Wangenseite, linken Wangenseite und das dritte Stäbchen dann komplett in den Mundraum. Jeweils immer eine Minute. Okay. Ja, so, und dann... Ja. Dann wissen die, was du gegessen hast. Ganz genau, ja, richtig. Ich würde nicht empfehlen... Genau, nein, alles gut. 2 Minuten trocknen lassen, einpacken, eintüten, ab dafür. Okay. Okay. Wie das ich das aus meinem Beruf so kenne, bevor ich eine... invasive Maßnahme mal anwende, frage ich immer denjenigen, sind Sie damit einverstanden? Ja. Bist du damit einverstanden, dass du dich typisieren lässt? Ich bin damit einverstanden. Bist damit einverstanden? Elias kriegt nichts, oder was? Ja, hier ist nur einer. Wir beide. Nein. Mach du erst oder ich erst? So wie ich gehört habe, kommst du aus Holland? Ja, tatsächlich. Genau. Ja. Da bin ich jetzt leider raus, da müsstest du mal gucken oder dich mal informieren, wie es bei dir aussieht. Ivy. Ah, wir haben Ivy. Ganz Ivy, genau. Wie ist es in Holland, wenn ich mich registrieren möchte? Holland, das ist doch nur eine Region. Aber ich kann dir eine positive Rückmeldung geben. Es gibt auch in den Niederlanden Stammzellspenderdateien, bei denen du dich registrieren lassen kannst. Als kleines Schmankerl, weil du es bist, findest du in der Videobeschreibung alle wichtigen Links zur Registrierung außerhalb von Deutschland. Und wenn du eh schon da bist, lass doch ein Like da, okay? Okay, werde ich tun, dankeschön. Schön. Gut, okay, wolltest du mal anwenden? Ja, gerne. Genau, auf jeden Fall. Kennst du wahrscheinlich, packst einfach wie bei den Corona-Tests, die wir in letzter Zeit so. Und das mache ich jetzt einfach 1 Minute linke Wange, rechte Wange. Genau, pro Stäbchen eine Wange links. Okay. Ne? Also, wie gesagt, wir haben 3 Zonen, die wir abdecken. Da kannst du jetzt aussuchen, ob links oder rechts. Ich nehme links. Deinen Mund okay. auf. Genau, er guckt ganz fasziniert zu. Und Karies, C4, oben 2 oder wie? Hat er nicht mehr. Der wurde schon mehrmals, also. Ja, dann hat tatsächlich auch auf diesen Conventions, wenn du dann da sitzt... Hast du einen Timer gestellt? Natürlich nicht, aber ich denke mal, du bist schon 20 Sekunden dran. Mhm. Ja. Aber gut drauf geachtet. Drück da richtig gegen, so gegen deine Wange. So, du hast alles, soll da rauskommen. Du bist so ein Psycho. Ist ja... Ja. Kommst du nahe von der Grenze? Sag mal. Ja, machst du gut. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, dem musste ich das auch. Na, guck nicht dann die Mädels so an, ob du das auch richtig machst. Das wäre cool, so als Partybeschäftigung. Ja, könnt ihr bitte reden, Alter? Das ist turbo unangenehm, wenn ich einfach mich die ganze Zeit anschaut. Okay, ich denke, 1 Minute haben wir, dann nehmen wir das. Mach nichts. Du musst auch die andere Wange hinhalten. Die andere, ja, stimmt, Alter. Aber ein Stäbchen für die andere Wange dann, ne? Oder? Das tue ich jetzt wohin? Das würde ich, wenn du es irgendwie festhalten kannst, halt das fest, weil es 2 Minuten trocken. Okay. Genau, das ist super. Kann und genau, auf 0 gestartet. Und go. Ja. Kommst du zu Deutschland oder wo kommst du da, welche Örtlichkeit? Ja, an der Grenze von Aachen. Ich bin auch von Aachen. Ja, stimmt, sagtest du ja. Ja, der Unfall ist in den Niederlanden passiert. Ich bin dann von Aachen nach Hause, wollte ich fahren und dann, ja, ist halt passiert. Ich fahre nicht lange nach Hause, weil ich direkt an der Grenze wohne. Ist relativ entspannt. Aachen finde ich eine schöne Stadt, aber die Niederlande generell als Land finde ich hübsch. Warum lachst du jetzt? Mach dein Schiff wie so ein Vortrag, Alter. Nein, ich liebe die Niederlande. Ich hab keine Bilder benutzt. Ja, 1 Minute rum, nächstes. Und jetzt komplett durch den Mundraum. Jetzt einmal durch den Mund. Schevening war mal so letztens. Komplett so rum? Macht er so Achterbahn jetzt? Ja, kann er 8 fahren. Ja. Kann auch das Alphabet im Mundraum abfahren. Machen wir das A? A. Aber ist das jetzt unangenehm oder geht das? Ist nichts, oder? Aha. Also ist jetzt kein Corona-Test oder so? Nee. Okay. Corona-Test tust du in den Rachen rein. Okay. Katze. Fertig. Ah, ja, dass du das irgendwie da so wieder reingefriemelt kriegst, dass es nicht so eine Sauerei gibt. Ach, das kommt da wieder rein. Ja, okay. Ja, muss ja wieder zurück. Der arme Boss. Aber das ist jetzt voll nass noch alles. Ja, da freut, egal, dann, freut dann die... Kann ich das trotzdem reinmachen? Ja, einfach reinmachen. Mach am besten mit der Seite, also dass die trockene Seite hier unten ist, weil wenn die das entnehmen, dass sie nicht da in den Rotz rein. Medizinisch abfällt. Okay, dann mach ich so. Wobei, haben wir den dritten jetzt 2 Minuten trocknen lassen?
Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt auch gesagt. Ja, zwei Minuten trocken. Also die anderen beiden sind auf jeden Fall und der dritte muss noch ein bisschen trocken. Das packe ich jetzt so rein, ne? So sagst du. Genau. Okay. Ich packe das einfach mit dem Kopf nach vorne. Ganz genau. So genau. Ich glaube, das war der richtige. Ja, doch, das war der richtige. Ja, schieb das da rein. Ich schiebe einfach rein. So, ich denke, der andere dürfte jetzt auch trocken sein. Einfach da rein. Wieder damit müssen. Auch einfach rein, okay. Rein damit. Genau, einfach die Sporen so ein bisschen verteilen. Ja, gut. Mhm. Ja, perfekt. Und jetzt zumachen. Friemelst du das hier rein? Jetzt friem ich das da rein. Passt das denn auch perfekt? Ja, wahrscheinlich nur mit Händen. Ja, ich muss das, glaube ich, so ein bisschen. Knicken. Kannst du knicken? Ja, das kannst du knicken. Nein. So. Ja, wie gesagt, also ich hatte das auf der Convention gemacht, da haben die Mädels das dann anders eingetütet. Ja, ja. Und für jetzt das hier abziehen. Ganz genau, und zuklappen. Zukleben. Und dann geht das seinen Gang dann. Und dann im Briefkasten. In den Briefkasten. Dankeschön. Und das war's dann schon. Ja. Das war der erste Schritt. Dann wird man typisiert, kommt ins Register. Und da heißt es zwar, die meisten machen das und dann, sag ich mal, fire and forget, ne, sozusagen. Die vergessen dann, dass sie sich typisiert. Passiert ja sowieso nichts, sagen die sich dann. Bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, die sind typisiert und die werden, also die wachsen dann da raus, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Krasse ist, finde ich, dass du, das hat jetzt, war gar kein Aufwand, hat gar nicht wehgetan. Nein. Und kannst du jemandem das Leben retten, wenn es hart auf hart kommt. Richtig. Und wenn man selber in der Situation ist, würde man auch gerne jemanden haben, der spendet. Ne? Richtig. Ja. Deswegen. Also überlegt es euch gerne mal. Es dauert nicht lang, es tut nicht weh, keine Kosten und ihr könnt jemandem das Leben retten. Hey, das war ja wieder ein richtig spannender Talk heute. Toll! Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann schaut euch auf jeden Fall das letzte Video des DKMS-Kanals an. Da kommt ihr zum DKMS-Kanal. Und nicht vergessen, Glocke aktivieren, abonnieren und lasst euch registrieren. Auf jeden Fall. High five.